alles in den Allein geholt. Wir sind dann ins Hotel gegangen und da wurde ich auch immer wieder gefragt, was ist passiert dann abends? Da haben wir doch bis morgens um 6 Uhr gefeiert. Nein, das war nicht so. Sondern wir haben was gegessen, wir haben auch ein Gläschen Sekt, Champagner getrunken, selbstverständlich. Der andere hat noch, der Renoir hat vielleicht ein Bier noch mehr getrunken. Das hat sich ja auch im Film vorgekommen. Und, aber wie gesagt, nicht gefeiert bis morgens um 6 Uhr, sondern wir haben ja gewusst, am anderen Tag fahren wir zurück nach Deutschland, aber nicht gewusst, was kommt. Und so waren wir schon, die letzten sind wahrscheinlich so um 3 Uhr ins Bett gegangen. Und nun kam das erste Mal, wie wir dann da nach Singen gekommen sind, das ist ja auch im Film, hat sich, ist ja auch das aufgezeichnet. Wir haben da gestanden und haben gedacht, was ist jetzt los? Das kann nicht sein. Die vielen Tausende von Menschen, die uns dazu gejubelt haben. Und wir haben gemerkt, wie das rüberkommt. Auch diese Weltmeisterschaft bei den vielen Menschen. Und wir haben gedacht, nein, das gibt's nicht. Wie gesagt, das war ein ganz tolles Erlebnis für uns alle. Nicht allein für mich. Ich war ja der Jüngste, nicht nur allein bei mir, auch für die älteren Spieler, wie Fritz Walter und Durek, die schon 34 Jahre alt waren. Und dann die Fahrt nach München. Da waren nicht nur Tausende von Menschen da gestanden, sondern wie wir nach München angekommen sind, da haben Hunderttausende von Menschen da gestanden und uns zugejubelt. Und da haben wir das erste Mal bewusst, ach, wir sind Weltmeister. Und wir haben das auch in den Gesprächen von den Leuten gehört. Vorher wurde es ja auch, das ist ja auch geklungen. Die Leute haben ja nicht gesagt, die Elb und der Zepperberg sind Weltmeister geworden, sondern wir sind Weltmeister geworden. Und das haben wir immer wieder gehört, egal wo wir hingekommen sind. Und die großen Empfänge, die wir mitgemacht haben, ob das in München war, ob das in Berlin war, in Olympiastadt, da über 80.000 Menschen da wieder uns zugejubelt haben. Und auch der ganze Park, wir sind ja dann in viele Städte gekommen. Und wir sind ja dann auch, wir waren ja 5 Kaiserslautern. Dieser Empfang in Kaiserslautern, auf der Fahrt nach Kaiserslautern durch die Pfalz. Und die Pfalz gibt es ja guten Wein. Und da haben die schon ein paar von uns, die haben schon ein bisschen was getrunken. Ich habe zu dieser Zeit immer noch keinen Alkohol. Ich habe immer noch nicht geraucht. Aber nach dem Mädchen habe ich schon geschaut. Und so war es dann, der Empfang dann in Kaiserslautern war ganz toll. Aber eins muss ich sagen. Und auch das vergesse ich in meinem ganzen Leben nicht mehr. Der schönste Empfang in meiner Laufbahn, ob ich jetzt Deutscher Meister geworden oder Südwestmeister Paarmal oder Deutscher Meister oder Weltmeister, der schönste Empfang, den ich miterleben durfte, war in meinem Heimatort. 1000 Einwohner gehabt und über 20.000 Menschen haben uns empfangen. Wir sind von Kaiserslautern wieder nach Hochbach gefahren. Und das bezeichnet wieder unsere gute Kameradschaft. Ich bin nicht alleine gefahren, sondern alle meine anderen 4 Kameraden, Fritz Walter, Ottmar Walter, Werner Liebrich und Werner Kohlmeier, die sind mit mir gefahren. 30 Kilometer von Kaiserslautern in meinem Heimatort. Auf der Waage selbstverständlich. Und die Musikkapelle von der Maus. So sind wir 30 Kilometer nach Vogelbach gefahren. Und dann die vielen Menschen. Aber das war das schönste Erlebnis, Fußballerlebnis, das ich gehabt habe. 5 Jahre vor, als Nicht-Fußballer, ausgezogen, um Fußball zu lernen. Und nach 5 Jahren komme ich zurück und war Weltmeister.